Ich habe Patricks nackten Popo ins Mach dieses Buch fertig gepackt, weil ich auf der Seite Platz für negative Kommentare schaffen sollte. Und ich glaube, da sind sie ganz gut aufgehoben. Deshalb klemmt ihm auch ein fettes Stück Kackfolie mit SpongeBob-typischer Beleidigung zwischen seinen knallrunden Pfirsichbäckchen. Ah! Und weil SpongeBob immer so schön verpeilt naiv unterwegs ist, bin ich mir nicht ganz sicher, ob er beim Wort eher an die Beleidigung oder den Spaß denkt.